Television Zwickau. Deine Region im Comedia Konzept. Ihr Partner für regionale Werbung wünscht gute Unterhaltung. Aktuell das regionale Abendmagazin. Heute im Studio Udo Rupkalwitz. Guten Abend, willkommen zu Tag aktuell vom Freitag. Und folgende Themen haben wir für Sie zusammengestellt. Unter anderem dabei deutschlandweites Stiftertreffen im SOS Kinderdorf. Außerdem 16. Jahreskongress der Automobilindustrie in Zwickau. Und Altlastensanierung der ZEV schreitet voran. Und hier sind die Themen des Tages im Einzelnen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund gründet am 8. Oktober den Kreisverband Zwickau. Damit werde die DGB-Strukturreform umgesetzt, die Gründung ehrenamtlicher Kreis- und Stadtverbände vorsieht, sagte die Regionsvorsitzende Sabine Zimmermann. Aktuell gibt es im Landkreis mehr als 30.000 Mitglieder in den Einzelgewerkschaften des DGB. Im Zwickauer SOS Kinderdorf sind heute die Stifter aus ganz Deutschland zusammengekommen. Einmal im Jahr treffen sich die Förderer. In Sachsen war die Veranstaltung zum ersten Mal. Das heutige Treffen war das fünfte. Die Stiftung selbst besteht seit 9 Jahren. Mit anwesend war auch die Vorstandsvorsitzende der SOS Kinderdorf Stiftung, Elke Tesarczyk aus München. Das Stiftertreffen ist für uns wie ein großes Familientreffen. Mittlerweile eine liebgewordene Tradition. Das heißt, die Stifter, die Zustifter treffen sich einmal im Jahr, tauschen sich aus über das, was im Laufe des Jahres bei der Stiftung so passiert ist, geben neue Anreize, lernen dabei immer eine neue Kinderdorfeinrichtung kennen. Das ist das Schöne daran. Und wie bei einem Familientreffen auch, kamen die Gäste aus allen Teilen der Bundesrepublik nach Zwickau gereist. Etwa 40 Leute konnten im SOS Kinderdorf an der Rottmannsdorfer Straße heute begrüßt werden. Also die Einrichtungen sind über Deutschland verstreut. Wir haben 43 Einrichtungen mit vielen angeschlossenen Angeboten, ungefähr 100 Angebote in ganz Deutschland von SOS Kinderdorf, dem Verein. Und die Stifter kommen genauso aus ganz Deutschland. Und wir haben heute Stifter da, die aus Hannover kommen, wir haben Stifter da, die aus dem Frankenland kommen, wir haben Stifter da, die aus Norddeutschland kommen. Je nachdem, wem die Anreise dann nicht zu stark geworden oder zu weit geworden ist, der kommt. Manch einer verbindet es mit einem Wochenende und noch ein paar Tage die Gegend kennenzulernen oder auch alte Erinnerungen aufzufrischen. So sind wir ganz unterschiedlich bunt gemischt, aber wir haben auch ganz viele, die wirklich jedes Jahr seit 5 Jahren immer wieder dabei sind, egal von wo sie herkommen. Die Stiftung ist im Jahre 2003 mit einem Dachkapital von 500.000 Euro und 5 Zustiftern gestartet. Mittlerweile sind es 14,6 Millionen Euro und über 600 Zustifter. Dazu kommen nochmal 45 unselbstständige Stiftungen mit einem Gesamtkapital von 12,8 Millionen Euro, das von der SOS Kinderdorf Stiftung treuhänderisch verwaltet wird. Aber Arten der Unterstützung gibt es viele. Also es gibt natürlich noch mehrere Möglichkeiten. Man kann auch ganz normal und einfach als Spender den Verein unterstützen. Die Spende wird dann zeitnah auch wieder verwendet und dann ist es damit auch sozusagen erledigt. Man kann als Pate den Verein unterstützen, indem man für eine Einrichtung oder für ein Kind ein Projekt, eine Patenschaft mit einem regelmäßigen Beitrag übernimmt und dann eben die Möglichkeit als Stifter. Und die letzte Möglichkeit, die man hat, ist auch als Nachlassgeber. Also man kann auch dem Verein einen Teil seines Vermögens oder das ganze Vermögen vererben. Der Wunsch der Stifter ist es, dass die Stiftung auch weiterhin wächst wie bisher. Im kommenden Jahr feiert sie ihr 10-jähriges Bestehen. Am Sonntag ist in Merane verkaufsoffener Sonntag. Zu diesem Anlass hat sich Bürgermeister Lothar Ungerer etwas Außergewöhnliches einfallen lassen. Er hat eine Wette ins Leben gerufen, bei der er gegen Mediamarkt, Obi und die Stadtwerke antritt. Er will so viele Leute wie möglich mobilisieren, dass um Mediamarkt und Obi herum eine Menschenkette gebildet werden kann. Sollte das geschafft werden, spenden seine drei Kontrahenten 1.500 Euro für einen gemeinnützigen Zweck. Verliert der Bürgermeister die Wette, will er sich im Weihnachtsgeschäft in beiden Läden für jeweils eine Stunde an die Kasse setzen. Wer an der Wette teilnehmen möchte, sollte am Sonntag 16 Uhr im Meraner Gewerbegebiet sein.
Mehr als 2000 Euro wurden zum diesjährigen Denkmalstag bei Führungen im Kornhaus gespendet. Rund 3500 Besucher waren am 9. September zur Baustelle gekommen und hatten sich über den Baufortschritt informiert. Das gespendete Geld soll für den Aufbau des denkmalgeschützten Hauses verwendet werden. In Zwickau trafen sich in dieser Woche Vertreter der Automobilindustrie zu ihrem 16. Jahreskongress. Am Dienstag standen zunächst Firmenbesichtigungen auf dem Programm. Der Mittwoch bot ein umfangreiches Vortrags- und Gesprächsangebot. Organisiert wird der Kongress seit 1997 von der IHK Chemnitz. Der Tenor des diesjährigen Kongresses: deutsche Autobauer sind gut in Fahrt. Volkswagen, BMW, Mercedes, Porsche, das Geschäft läuft. Nicht zuletzt dank der Absätze und Gewinne in den USA und China. Die Automobilindustrie wie Volkswagen oder Daimler oder BMW machen ihre Gewinne in den USA oder in China. Der europäische Markt, das ist richtig, verliert an Stärke. Die anderen OEMs wie Opel zum Beispiel oder Peugeot haben massive Probleme. Aber es ist auch eine Chance für unsere Zulieferer, dann mitzugehen. Deshalb haben wir als IHK das Kompetenzcluster Märkte Kooperationen gegründet, was wir in Zusammenarbeit mit dem Automotive Cluster Ostdeutschland und AMZ den Firmen anbieten. Zum Kongress ging es auch um neueste Trends im Automobilbau. Die automobile Zukunft verspricht spannend zu werden. Nun, wir haben aus meiner Sicht zwei große technologische Trends. Der eine Trend ist im antriebstechnischen Bereich. Wir haben eine Optimierung von Verbrennungsmotoren, die werden energieeffizienter. Und dann haben wir im alternativen Antriebsbereich natürlich einen Trend Richtung Hybridisierung der Flotte. Das Thema reine Elektromobilität wird noch etwas dauern, aber auch da gibt es in städtischen Bereichen dann Anwendungsfelder. Und der zweite ganz, ganz große Trend ist der Trend des vernetzten Fahrzeuges. Das heißt, die Fahrzeuge kommunizieren immer stärker miteinander, bis hin zu einem Trend des autonomen Fahrens. Das heißt, dass Fahrzeuge quasi selbstständig autonom fahren und der Fahrer quasi nur noch Pilotfunktion, Überwachungsfunktion übernimmt. Geforscht und entwickelt wird auf vielen Gebieten. Nur auf Wachstum in Europa zu setzen und hoffen, bringt aber offenbar nichts. Ein wichtiger Wachstumsmarkt ist China. Am Beispiel des Automobilbaus sind die Zahlen beeindruckend. Heute gibt es dort 10-mal mehr Autos als noch vor 10 Jahren. Tendenz extrem steigend. Ein wichtiger Absatzmarkt also. Ich sehe noch nicht in kurzer Zeit irgendwelche Möglichkeit, dass China Auto nach Europa verkaufen würde. Aber China wird immer mehr Autos, meiner Meinung nach, von den deutschen Herstellern gebraucht werden. VW baut aus bis 4 Millionen Auto bis 2018. BMW baut jetzt auch aus, Daimler auch aus. Ja. Eine Schwierigkeit gibt es bei der Zusammenarbeit mit China: die Entfernung. Das Verschiffen von Gütern nach Deutschland dauert stolze 10 Tage. Bei einer zeitkritischen Produktion wäre eine Verzögerung nicht hinnehmbar. Doch auch das Problem ist zu meistern. Die knapp 200 Teilnehmer des 16. Automobilkongresses blicken jedenfalls in eine aufregende Zukunft. Die Altlastensanierung der ZEV auf dem alten Gaswerksgelände in der Audistraße schreitet sichtbar voran. Im August begann die Sanierung in den Bereichen um die Teergruben. Hier stieß die ausführende Baufirma vorwiegend auf massive Betonfundamente. Diese mussten mit speziellen Geräten aufgebrochen werden. Auch die Reinigung des Grundwassers läuft mittlerweile auf Hochtouren. Die im Einsatz befindliche Grundwasserreinigungsanlage filtert stündlich rund 18.000 Liter Wasser. Die DPFA-Akademiegruppe veranstaltet am kommenden Dienstag den 11. Integrationstag. Dieser findet einmal im Jahr statt und wird organisiert und durchgeführt von den Fachschülern des 2. Ausbildungsjahres der Heilerziehungspflege. Eingeladen werden integrative Kindereinrichtungen wie etwa die Schule für geistig Behinderte in Planitz und die Kindereinrichtung Regenbogenland in Eckersbach. Werbung. Schlemmen Sie nach Herzenslust beim großen Globus-Schlemmerabend am 30. Oktober in der Stadthalle Zwickau. Beginn ist um 19 Uhr. An über 80 Spezialitätenständen bleiben keine Wünsche offen. Lassen Sie sich überraschen von einem 4-stündigen Bühnenprogramm mit abschließender Feuer-, Licht- und Soundshow. Eintrittskarten für 19,90 Euro erhalten Sie an der Globus-Information. Kinder von 6 bis 12 Jahren zahlen nur 10 Euro.
Creative technology for everybody. Der Citroën Berlingo Multispace coolen Sound mit Klimaanlage und CD-Soundsystem schon ab 175 Euro im Monat ohne Anzahlung. Viele weitere attraktive Angebote jetzt bei den Citroën Techno Days. Citroën, Kreativtechnologie. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS am Kreuzberg in Zwickau Oberplanitz. Uta Rödermoden. Seit 1991 das Bekleidungsfachgeschäft im gehobenen Genre für Damen und Herren. Die erste Adresse in Sachen anspruchsvoller Modemarken. Hier finden Sie hohe Fachkompetenz bei Beratung und Verkauf stilvoller Bekleidung. Schauen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Uta Rödermoden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Sie leiden an Lungenkrebs oder sind betroffene Angehörige? Wir bieten Ihnen Hilfe beim Umgang mit dieser Erkrankung. Kommen Sie am 10. Oktober zu unserer Aktion Rückenwind in den Stadtratssaal an der Werdauer Straße. Hier informieren Sie Experten aus der Region und geben Hilfestellungen für den Alltag. In Gesprächsinseln können Sie Ihre ganz persönlichen Fragen stellen und mit anderen Betroffenen ins Gespräch kommen. Nicht vergessen, 30. Oktober, der große Globus-Schlemmerabend in der Stadthalle Zwickau. Schlemmen ohne Ende. Und? Hat's diesmal geklappt mit dem neuen Job? Na, dann pass mal auf. Na bitte, geht doch. Hofmann Personal bietet Arbeitsplätze überall in Deutschland. Und? Wann bewerben Sie sich? Nicht vergessen, 10. Oktober ab 17 Uhr, Aktion Rückenwind. Hier erhalten Sie Hilfe bei der Diagnose Lungenkrebs. Damit Sie sicher unterwegs sind, mit besten Empfehlungen für Ihre Sicherheit. Wir sichern Ihr Zuhause, mechanisch und elektronisch, dass Sie ruhig schlafen können. Beratung und Verkauf im hauseigenen Ladengeschäft. Wutzler Sicherheitstechnik auf der äußeren Schneeberger Straße in Zwickau, direkt gegenüber der IHK. In der vergangenen Nacht wurde in Zwickau erneut ein Auto aufgebrochen. Betroffen war diesmal ein Audi, der in der Tiefgarage Thomas-Mann-Straße abgestellt war. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und entwendeten unter anderem eine Spiegelreflexkamera, persönliche Dokumente und etwas Bargeld. Der Schaden am PKW beläuft sich auf rund 500 Euro. In der Biergasse haben Autodiebe in der Nacht einen Golf gestohlen. Das Auto hatte einen Wert von rund 8.000 Euro. Mit dem Wagen verschwanden Werkzeug, ein Handy und persönliche Unterlagen des Eigentümers. In Langenbernsdorf hat eine 56-jährige Frau gestern Nachmittag einen Unfall verursacht. Sie hatte an der Kreuzung Teich-Wolframsdorfer Straße, Trünziger Straße einer 18-jährigen Opel-Fahrerin die Vorfahrt genommen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro. Kultur erleben, Freizeit gestalten, auch mit uns. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Das Robert-Schumann-Haus veranstaltet morgen ein Kammermusikkonzert mit dem Trio Vivente. Auf dem Programm stehen Trios für Violine, Violoncello und Klavier von Joseph Haydn, Robert Schumann und Felix Mendelssohn Bartholdy. Beginn ist 17 Uhr, Karten sind an der Abendkasse erhältlich. Im Zwickauer Dom St. Marien musizieren am Sonntagnachmittag Susanne und Henk Rahlenkamp.
Auf dem Programm steht unter anderem die Uraufführung eines Werkes des Zwickauer Komponisten Jürgen Golle. Es handelt sich dabei um eine Sonatine für Oboe und Orgel. Das Konzert beginnt 16.30 Uhr. Der regionale Sport wird präsentiert von Ihrer Mauritius Privatbrauerei Zwickau. Zwickauer Mauritius, ein Schluck Heimat. Der FSV Zwickau bestreitet morgen sein drittes Auswärtsspiel der Saison. Nach der Niederlage beim Berliner AK und dem Unentschieden in Neustrelitz will die Mannschaft bei Mitaufsteiger Optik Rathenow den ersten Auswärtsdreier in der Regionalliga einfahren. Auch die Brandenburger sind gut in die Saison gestartet und haben in den bisherigen Spielen schon 7 Punkte eingesammelt. Anstoß ist morgen 13.30 Uhr im Stadion Vogelgesang. Der ETC Krimitschau baut derzeit ein neues Mitgliedersystem auf. Ziel der Vereinsführung ist, dass sich weitere Fans und Eishockey-Begeisterte des Traditionsclubs finden, die als aktives oder passives Mitglied das Vereinsleben unterstützen und ausbauen. Durch die Mitgliedschaft beim ETC erhält jeder den deutschen Sportausweis und kann damit deutschlandweit Rabatte in Anspruch nehmen. Werbung. Die Gebrüder Weisheit präsentieren Zirkus Afrika. Erleben Sie ein einmaliges Zirkus-Event in absolut neuer und noch nie dagewesener Art. Fantasievolle Unterhaltungsshow für die ganze Familie. Im 1000 Personen fassenden Zeltpalast erwartet Sie ein Feuerwerk der Sensationen. Vom 12. bis 21. Oktober in Zwickau auf dem Platz der Völkerfreundschaft. Hotel Flexig in Giegengrün und Hartmannsdorf, der Idylle des oberen Landkreises. Aktive Erholung und Entspannung für den Gestressten, mit Küche vom Feinsten, mit öffentlicher Sauna und Schwimmbad. Flexig bietet alles. Das Clara-Wieck-Gymnasium ist eine lebendige Schule mit Profil. Es steht für eine kompetente Ausbildung in den Bereichen Naturwissenschaften, Sprachen, Kunst, Musik und Gesellschaftswissenschaften, für Kultur und harmonische Atmosphäre. Selbstverständlich erhalten die Schüler eine fundierte naturwissenschaftliche Ausbildung als Grundvoraussetzung für das Abitur. Zum Beispiel beginnend ab der 5. Klasse in Technik und Computer bis hin zum Physik-Leistungskurs. Außerdem bekommen die Schüler neben der ersten Fremdsprache Englisch ab der 6. Klasse Unterricht in Latein, Französisch oder Russisch. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, ab der 8. Klasse mit Spanisch eine weitere moderne Fremdsprache zu erlernen. Für das künstlerische Profil ab Klasse 8 entscheiden sich die Schüler durch die Verbindung der Fächer Kunst, darstellendes Spiel und Informatik. Eigene Theatervorstellungen werden vorbereitet und aufgeführt. Als eine von nur 3 Schulen in Sachsen bietet das Clara-Wieck-Gymnasium ein musikalisches Spezialprofil ab Klasse 5 an. Dieses wendet sich an die musikalisch interessierten Schüler und ermöglicht ihnen eine Fortführung und Vertiefung ihrer Musikausbildung im Leistungskurs Musik. Bei uns sind alle Kinder herzlich willkommen. Wir haben uns die individuelle Förderung auf die Fahne geschrieben und die reicht von der Nachhilfe bis hin zum Unterricht für Hochbegabte. Im Mittelpunkt steht natürlich der Fachunterricht und hier können wir durch verschiedene organisatorische Maßnahmen kleine Lerngruppen bilden und so auf jedes Kind individuell eingehen. Clara-Wieck-Gymnasium, eine lebendige Schule mit Profil. Martin und Schwedler, Heimelektronik der neuesten Generation. Perfekter Kundenservice, damit Sie sich entspannt zurücklehnen können. Martin und Schwedler in Steinpleis, Fachhändler für Löwe, Sharp, Panasonic und auch alle anderen Marken. Außerdem Servicepartner für Sky, Serien, Sport, Dokus und vieles mehr ohne Werbeunterbrechung. Martin und Schwedler auf der Hauptstraße 98 in Steinpleis bei Zwickau. Drei Buchstaben, die wir alle verstehen. Drei Buchstaben, die unser Land bewegten. Drei, die unsere Konvention hinterfragt und unsere Kommunikation revolutioniert haben.
drei Buchstaben, die unsere Beziehungen veränderten. Hier sind drei weitere. STI steht für sexuell übertragbare Infektionen. Wenn etwas seinen Namen hat, kann man darüber sprechen. Informier dich. Einen schlechten Tag habe? Nein. Nur weil du nicht schlafen kannst? Jetzt ist Schluss. Na komm. Steht das Barometer auf heiter. Ob natürlich schöne Augenblicke, Tagträume oder Wohnträume, wir bieten Ihnen Räume für Träume. Wevobau, kleine Miete, ruhiger Schlaf. It's the way back home. Der Samstag beginnt freundlich, später kommen Wolken auf, es bleibt aber trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 8 und 18 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger West- bis Südwestwind. Die Aussichten: Am Sonntag gibt es viel Sonnenschein, kaum Wolken und Temperaturen zwischen 7 und 14 Grad. Ja, und damit haben wir diese Woche auch schon wieder hinter uns gebracht. Das war die Freitagsausgabe von Tag aktuell. Am Wochenende sehen Sie den Wochenrückblick hier bei Television Zwickau. Ja, und am Montag ab 19 Uhr begrüßt Sie dann Carsten Riedel zu den aktuellen Ausgaben von Tag aktuell. Ihnen jetzt ein schönes Wochenende. Thank you.
Zwickau.